Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Die Links zum Posting und dem Artikel packe ich euch unten in die Beschreibung rein. BangkokPost.com berichtet heute am 29. Mai 2021. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Samstag 34 neue Covid-19-Todesfälle und weitere 4.803 Fälle, was die kumulierte Zahl auf 988 Todesfälle und die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 149.779 erhöht. Das Center for COVID-19 Situation Administration gab bekannt, dass 2.101 der Neuinfektionen in der Allgemeinbevölkerung und 2.702 in Gefängnissen aufgetreten sind. Die dritte Welle des neuartigen Coronavirus, die am 1. April begann, hat inzwischen 120.916 Fälle gesehen, von denen sich 74.885 erholt haben. Und das National News Bureau of Thailand berichtet: Die Tourism Authority of Thailand hat bestätigt, dass das Phuket Sandbox Programm am 1. Juli starten wird. Die TAT will nächste Woche einen offiziellen Countdown starten. Der neue Slogan wird sein: Amazing Thailand, now even more amazing. Und da wurde auch direkt ein Foto beigepostet mit einigen Details zur Einreise. Ich blende euch das Foto zum Schluss des Videos auch nochmal ein. Phuket Sandbox. Phuket wird das erste Reiseziel in Thailand sein, das sich für geimpfte Touristen ohne Quarantäne öffnet. Reisende müssen sich 7 Tage auf Phuket aufhalten und dürfen dann weitere Ziele in Thailand bereisen. Wo Phuket alle Bereiche? Wann ab 1. Juli 2021? Wer? Geimpfte ausländische Touristen, ungeimpfte Kinder unter 12 Jahren, ungeimpfte Kinder zwischen 12 und 18 Jahren. Aber da muss ein Rapid Antigen Test on Arrival durchgeführt werden. Was braucht man? Ein Vaccine Certificate on eHealth Passport, eine Application und ein RT-PCR Test am 4. und 5. Tag. Ja, immer mehr Nachrichten über die Öffnung Phukets ab dem 1. Juli 2021. Es scheint so, als ob das Ganze langsam in Fahrt kommt. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.